Herzlich willkommen, Martin Rösch. Ich freue mich, dass du Zeit für mich hast. Ja, wir kennen uns von ein paar Interviews, wir kennen uns aus Arbeitskreisen, aber Und wir haben uns auch mal getroffen in München. wir haben uns in München getroffen bei einem Interview mit Denise, genau. Aber heute freue ich mich besonders, weil du über deine Arbeit erzählen wirst. Und eigentlich hatten wir dazu noch nie so wirklich Zeit. Also du bist Psycho-Onkologe, aber eher, du wirst es vielleicht gleich selbst sagen, du hast den spirituellen Aspekt auch in deiner Arbeit. Und jetzt frage ich ganz frech, wieso soll ich als Krebspatient mir jetzt auch noch einen Psycho-Onkologen antun? Also erstmal habe ich so tatsächlich so ein bisschen ein Störgefühl mit den ganzen Begriffen, weil also ein Credo ist, das ich habe, ist radikal individuell. Das heißt, du musst auch gucken, dass du dein Verstehen des Falls möglichst zurückhältst, möglichst spät oder nicht verstehen, denn das hält dich offen. Und Psycho-Onkologen sagt man halt, wenn man mit irgendwie psychisch, seelisch, geistigen, mentalen Dingen arbeitet, aber so ganz wohl fühle ich mich nicht mit dem Label. Am liebsten wäre mir, wenn ich sagen würde, ich bin Mensch und ich rede mit einem Mensch. Aber irgendein Label brauchst du ja. Zu deiner Frage. Wir haben eine Ausgangssituation, die ist irgendwie belastend, ne? Jemand hat einen Tumor, da schwingt ja oft ganz viel mit existenzielles, angstmäßiges. Und was jetzt tun? Ich möchte die Situation verändern, ich möchte sie managen können. Und dann kann man auf die Suche gehen und kann gucken, was kann ich da machen. Ne? Wir Menschen sind Körper, Verstand und Geist. Und die Medizin kümmert sich um Körper. Völlig zu Recht. Ne? Das erwarten wir ja auch. Und nimmt das ganze evidenzbasierte Werkzeug, das man da hat, und wendet es an. Aber es gibt zwei zusätzliche Dimensionen, die einfach Power haben. Und das ist tatsächlich Verstand und Geist. Ne? Und da kann man genauso fündig werden. Und das ist doch schade, wenn man in einer existenziellen Frage nicht wirklich alle Ressourcen versucht auszuschöpfen. Und letzter Satz, ich empfinde mich eigentlich nicht als ein Heiler oder Therapeut, ich empfinde mich als jemand, der den Spiegel hält, ne, der dem anderen Menschen ermöglicht, reflektiv, selbstreflektiv zu sehen, was es da noch zu entdecken gibt. Das ist so da die Idee, der Ansatz. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Weißt, da gibt es Leute, die, oder man kann auch, braucht gar nicht jemand, man kann sagen, ich gucke mal meine Gefühle an, ich gucke die Ernährung an, ich check mal, was habe ich denn für Traumata, was habe ich für Stress im Leben, was ich verändern kann. Alles gut, alles okay. So. Manchmal ist es auch so, dass man in so eine Richtung geht. Ich habe eine kleine Präferenz, den Körper zu nehmen. Also der Körper gehört uns ja auch. Ne? Der Körper ist ein tolles, intelligentes Instrumentarium. Lass uns doch mal mit dem Körper anfangen. Ne? So, das ist so oft ein Ansatzpunkt. Und wie fängst du dann mit dem Körper an? Also eine Geschichte ist ja, wir haben mehr wie ein Bewusstsein. Also wir haben ein kognitives Wachbewusstsein, wir haben aber auch eine Intuition, die wir nicht fassen können, und wir haben ein tieferes Bewusstsein, das vielleicht hier ist, das ich gar nicht richtig kenne. Und der Körper hat auch ein Bewusstsein. Also wenn ich mal zulasse, die Idee oder die Vorstellung, dass auch Zellen ein Bewusstsein haben können, und das ist gar nicht so abwegig. Also wenn du mal die Evolution anschaust, also wir sind ganz zum Schluss sind wir Menschen erst entstanden. Ne? Es gab molekulare Strukturen, einfache Lebewesen schon ganz früh. Es hat damit angefangen, dass Moleküle zusammengekommen sind, und dann haben die sich spezialisiert. Der eine hat sich spezialisiert, ich wende mich nach Licht zu, und die andere hat sich spezialisiert auf Verdauung. Das war ja dann ein ganz evolutorischer, kontinuierlicher Prozess. An welcher Stelle war da Bewusstsein? Vielleicht war schon Bewusstsein da, dass eine Zelle über Photosensoren in der Lage ist, sich dem Licht zuzuwenden, weil da mehr Nahrung ist beispielsweise. Aber um das wieder abzukürzen, meine Erfahrung ist, dass tatsächlich es möglich ist, mit dem Körper zu sprechen, mit den Organen zu sprechen, mit den Zellen zu sprechen, und dass es eine to total überraschende Kommunikation sein kann. Also ich habe nachher ein paar Beispiele dafür. Überraschend, und das ist ganz wichtig. Du darfst dir das nicht ausdenken. Ne? Du musst es beobachten. Also im Grunde mache ich Meditationen mit den Menschen.
braucht es eine gewisse Hinführung. Das ist schon eine Trance. Und für mich ist Trance eine fokussierte Konzentration. Ich bin so fokussiert, so wach eigentlich, dass mir überhaupt nicht der Gedanke kommt, ach, ich müsste morgen Milch einkaufen oder sowas. Ich bin hochkonzentriert und ich erlebe mich und ich erlebe die inneren Bilder, was kommt. Wenn ich es da schaffe, wirklich im Beobachtungsmodus zu bleiben, also zu gucken, was kommen für Bilder hoch, was kommen für Eindrücke hoch und ich mir das nicht ausdenke, also bewusst ausdenke, dann habe ich die richtige Haltung, dass Dinge hochkommen können. Und oft ist es so, Miriam, das kannst du manchmal, also oft kannst du das nicht in der ersten Sitzung machen. In der ersten Sitzung muss man Kontakt aufbauen, muss Vertrauen schaffen und das Gegenüber muss lernen, dass es tatsächlich möglich ist, in sich reinzuhorchen und überraschend etwas zu erfahren. Ja, wenn das einmal erlebt ist und das Vertrauen da ist, dann kann man tatsächlich ein gutes Stück weitergehen. Man sagt ja in der Psychologie, dass die Symptome dann kommen, wenn praktisch Probleme ins Unterbewusstsein gegangen sind. Also wenn die Probleme mehr unterbewusst abgelegt sind, dann reagiert der Körper mit den Symptomen. Das heißt, macht ihr oder machst du dich dann auf die Suche praktisch von diesen Problemen, die nicht mehr, die einem nicht eindeutig sind, oder Nee, sagt nee. der Körper was, was jetzt ganz unabhängig ist von jeglicher Problematik? Ja, das ist tatsächlich total individuell. Ich habe immer so ein bisschen ein Stirnrunzeln, wenn jemand sagt, Krebs ist, wenn ich ein Problem gehabt habe, das im Unterbewussten ist. Oder Krebs ist, wenn schädliche Umwelteinflüsse sind. Oder Krebs ist, wenn du nicht verarbeiteter Stress hast. Das stimmt alles, aber in der Pauschalisierung kann sowas von haarscharf am einzelnen Fall vorbeigehen. Natürlich ist Rauchen schädlich, ne, und kann auch Lungenkrebs verursachen, muss aber nicht. Natürlich ist andauernder Stress schädlich und kann auch dazu führen, dass sich das in Tumorerkrankungen niederschlägt, muss aber nicht. Natürlich kann ein Trauma, ein verstecktes, was ich nicht bewältigt habe und was als Energie im Körper steckt, irgendwann einmal ein Körperteil so in Stress bringen, dass da eine chronische Erkrankung entsteht, muss aber nicht. Also ich denke, das ist keine glückliche Idee ist, weil die kommt aus dem Kopf, jetzt suche ich mal nach einem Trauma. Wenn das Trauma aufkommt von allein, dann ist es in Ordnung. Und dann ist es aus dem Mensch, aus dem Patient herausgekommen und nicht, ich suche jetzt ein Trauma und werde dafür. Da muss man sehr aufpassen, dass man da auch nicht Traumen konstruiert. Also speziell, wenn es in die frühe Kindheit geht, ganz vorsichtig sein, weil du da mit Andeutungen und Suggestionen manchmal schon Bilder evozieren kannst, die vielleicht so gar nicht waren. Und man Kein kann Widerspruch, aber nicht ja, drauf kaprizieren. ja den Patienten dadurch auch eigentlich in Stress versetzen. Also wenn man jetzt den Eindruck hat, man hat jetzt kein, sage ich mal, psychologisches Problem. Oder man hat die ganz normalen Alltagsprobleme, aber man sieht sich nicht so, dass man ein Trauma hat oder dass man Gründe aus der Kindheit hat oder also bei Brustkrebs wird ja oft gesagt, es ist die Ehe oder die Beziehung oder die Das Mutterbeziehung. Nest oder Angenommen, so. man sieht das alles nicht, dann gerät man ja, wenn man jetzt trotzdem den Krebs auflösen will, auch in einen enormen Stress, weil man hat jetzt, sage ich mal, kein für sich erschließliches oder für sich kein Problem. Sehr, sehr fein beobachtet, hast völlig recht, ne? Und wenn dann das Thema ist, dass ich in Stress bin, aus welchen Gründen auch immer, dann führt das den Stress dann dazu. Und ich bin ja selber, aber ich kann es nicht ändern und dann nehme ich selber in Stress. Oder auch diese Zuordnungen. Der Hamer beispielsweise hat durchaus interessante Sachen gesagt, aber wenn ich diese Postulierung mache, Brustkrebs bedeutet immer ein Nestkonflikt. Ah, da tue ich mich schwer. Ja, das kann schon gut sein, aber es gibt eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten auch. Und weißt du, Miriam, das Wichtige ist, ich glaube, das muss in dem Mensch selber hochkommen. Wenn du was verstehst und weißt und du sagst es, dann sind das Worte, die kommen raus und die zerscheppern am Boden. Ne? Nur was wir selbst erleben, hat wirklich einen Input, einen Impact auf uns, ne? Kann also eine Veränderung bewirken. Und ich glaube wirklich, Ja, und ich denke auch oft, nicht also nur aus es geht aus. von der psychologischen oder von der anderen Seite, von der therapeutischen Seite, dass es manchmal auch schade ist, wenn die Menschen so in Schubladen gesteckt werden, weil sie ja doch vielfältiger sind als
nur, sage ich jetzt mal, die Brustkrebspatientin. Also es gibt ja auch die Brustkrebspatientin, die keinen Konflikt hat mit ihrem Partner, die keinen Nestkonflikt hat, die auch keinen Konflikt jetzt meinetwegen mit der Mutter hat und die aber trotzdem Brustkrebs hat. Ich finde es auch nicht glücklich, wenn man sich immer mit dem Problem beschäftigt. Das ist tatsächlich ein Teil. Du bist in der Klinik, alles dreht sich um den Tumor. Es ist immer die Energie vom Tumor, immer das, was mich runterzieht. Man kann auch anders anfangen. Das merkt man ganz schnell und kann gucken, jetzt gehe ich mal auf die Ressourcen. Was mache ich denn gut? Was läuft denn gut? Was lief denn gut? Was stärkt mich? Man kann genauso so anfangen. Früher oder später, Miriam, kommst du auf dieser Schiene genauso auf das Thema. Aber Und man hat dass sich wahrscheinlich. nicht alles um die negative Energie dreht, halte ich auch für eine wichtige Geschichte. Macht doch Angst, Mensch, wenn da jemand weiß, jetzt müssen wir in die alten Traumen, ob ich welche habe oder das vergehe und will ich doch gar nicht hin. Das Bewusstsein oder Unbewusstsein, Unterbewusstsein des anderen, das weiß am besten, was jetzt machbar ist. Da vertraue ich doch, vertraue ich mir doch einfach diesen Fluss an. Ja, das ist schön, dass du das gerade sagst, weil ich erinnere mich an eine Freundin, mit der ich damals meine Therapie gemacht habe und mein Onkologe hat ihr immer den Psycho-Onkologen angeboten. Und sie hat immer zu mir gesagt, sag mal, jetzt habe ich schon Krebs, soll ich jetzt auch noch meine ganze Kindheit aufarbeiten? Und ja, das. Also es ist leider, und deswegen mit den Begrifflichkeiten am Anfang, es laufen so Muster ab, ne? Psycho-Onkologen, ich gehe doch nicht zum Psychologen, ich habe doch keinen Schuss, ne? Also was soll denn das? Mit dem Stress komme ich schon zurecht, mit der Angst komme ich auch zurecht, da brauche ich doch keinen Psychologen dafür. Hey, also es geht doch, ja. Es geht nicht um den Stress und die Angst. Bei meiner Arbeit geht es darum, was kann ich tun im Verständnis zu verstehen, warum die Entwicklung gekommen ist und was ich bei mir verändern kann, dass ich aus der Entwicklung unter Umständen wieder rausgehen kann. Und das hat nichts mit der Aufgabe der klassischen Wahrnehmung, die man so hat, wenn man denkt, man muss zum Psychologen gehen, zu tun. Aber es ist witzig, weil die meisten Menschen, die offen sind für sowas, sind tatsächlich Frauen. Ne? Es ist der Anteil der Männer, bei mir sind das 20%, also wenn es hochkommt. Das ist schade, weil da einfach ein gesellschaftliches Bild noch, glaube ich, eine Hemmung darstellt. Und man muss ja auch sagen, also selbst wenn man jetzt, wenn es nur um den Stress des Managen der Krankheit geht, das ist ja schon ausreichend, um sich eigentlich Hilfe zu holen. Also die Diagnose an sich, dieses ganze Auswählen, was möchte ich nicht, was ist für mich stimmig, das ist ja eigentlich auch schon so, dass man gut und gerne mal jemanden an seiner Seite haben könnte, der einen dabei unterstützt. Das hängt jetzt ein bisschen vom Muster ab, was du bisher gelebt hast. Wenn du gelernt hast, wenn ich Stress habe, komme ich allein damit zurecht, das bewältige ich, dann wendest du natürlich dieses Muster auch auf diese Situation an. Dann kommt ja gar nicht in Sinn, dass du dir da Hilfe holen könntest. Es ist letztlich eigentlich auch keine Hilfe, die du dir holst. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ich glaube wirklich, es geht. Nein, ich weiß nicht. Warum sind wir auf der Welt, Miriam? Warum sind wir auf der Welt? Was meinst du? Ich denke, um Erfahrungen zu sammeln, glücklich zu sein. Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, wir sind hier, weil wir Erfahrungen sammeln wollen. Irgendwas, was wir sind mehr als der Körper. Wir sind auch der Körper. Und wenn ich auf der Welt bin, habe ich eine Möglichkeit mit dem Körper, der mir ein tolles Feedback geben kann. Die ganzen Emotionen, ich brauche den Körper dafür. Ne? Emotion heißt vom Wortsinn her schon EX, ne? Und Motio ist die Bewegung. Das heißt, aus dem Körper heraus bewegend. Du kannst gar nicht wütend sein, die Emotion von Wut verspüren, wenn du nicht den Körper im Einsatz hast. Ne? Wut braucht den Körper, um sich auszudrücken und dann fühlst du diese Emotion erst. Also es geht darum, etwas zu erleben. Ich erzähle da immer oft gern so eine Geschichte von der weißen Wolke. Stell dir mal vor, du sitzt auf der weißen Wolke und dir kommt die Idee, wie mag sich das anfühlen, alleine zu sein? Keine Ahnung, du bist ja mit allem verbunden. Das ist ein völlig absurder Gedanke. Du fragst die anderen Wesen auf der weißen Wolke, hey, habt ihr eine Idee, wie sich das anfühlen mag, wenn man allein sich fühlt? Ah, du bist
Wir sind doch alle zusammen. Ne? Du kannst mich ja lesen. Du bist mit allem. Ja, du hast ja recht. Aber am nächsten Tag ist dieser Gedanke da. Wie mag sich das anfühlen? Und die anderen fangen auch an zu denken. Komisch. Und dann sagt jemand: Ich habe eine Idee. Wir gehen in ein Theater. Wir gucken uns ein Theaterstück an. Aber das Besondere ist, wir dürfen sogar mitspielen. Und dass es ganz besonders wirkungsvoll ist, belegen wir uns mit einer Amnesie, dass wir vergessen, wer wir wirklich sind, wenn wir ungefähr so ein halbes Jahr alt sind. Oh ja, das machen wir. Und du spielst meine Mama und du spielst mein Papa und ihr trennt euch schon ganz früh und du musst arbeiten gehen, dass ich allein bin, dass ich schon ganz früh, bevor mein Gehirn sich richtig entwickelt hat, das Erlebnis haben kann, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Das erleben wir mal. Und also es ist ja nur eine Geschichte, Miriam, aber der Vorteil dieser Geschichte ist, wenn ich etwas erlebe, was fremd ist, was Fremdes, was mich beeinflusst, dann bin ich in der Opferrolle. Das ist der böse Tumor, der mich an. Was kann ich machen? Ich armes Schwein dann. Ich bin in der Opferrolle und das ist was Fremdes. Wenn es mir gelingt, das Fremde irgendwie heranzuziehen, anzunehmen, zu erkennen, dass das etwas mit mir zu tun hat, alles, was eigen ist, kann ich auch verändern und kann drehen. Also wenn es fremdbestimmt ist, bin ich gefangen in der Opferrolle. Wenn es etwas ist, was zu mir gehört, dann kann ich anfangen, es zu verändern. Genau diesen Prozess, um den Prozess geht es. Ich habe aus vielen jahrelangen Erfahrungen mit diesen Körperreisen, wo wir, wo ein Mensch gegenüber in einer imaginativen Reise mit seinen Organen sprechen kann und letztlich auch mit den Tumorzellen sprechen kann. Da kommt oft so am Anfang dieses Gefühl aus, hey, ihr wollt mich ja auffressen, ne? So, oder ihr seid ja ganz böse und ihr seht ja auch so dunkel und so schwarz aus. Und also da ist meine Erfahrung, wenn du lange genug und mit Geduld dranbleibst, dann erkennst du, dass die auf einer ganz anderen Ebene eigentlich dir helfen wollen, was total paradox ist. Also zu sehen, dass die, ich kann dir ein paar Beispiele bringen, nachher, wenn wir die Zeit haben, ne, dass das nicht so abstrakt bleibt. Aber die Bewegung zu erkennen, dass das nicht etwas ist, was ich bekämpfen muss, sondern mit dem ich Tango tanzen kann, mit dem ich in Kontakt treten kann, das ich verwenden kann, um es zu drehen. Dieses Verständnis, das ist ein totaler Schlüsselpunkt und lässt Gänsehaut kriegen. Fällt mir gerade ein, lustigerweise habe ich einen Artikel gelesen, in dem stand, dass es also auch Krebszellen gibt, die wiederum Krebszellen auffressen. Also nicht jede Krebszelle ist immer nur negativ, sondern es gibt es auch, dass die sich gegenseitig sozusagen im, sag jetzt mal, im Schach halten und dass man sehr wohl dann auch in Koexistenz leben kann. Ja, das ist oft die Schwierigkeit mit Wertungen. Was ist gut, was ist schlecht? Du veränderst die Perspektive und auf einmal dreht sich das. Also das Beispiel vom Alleinsein. Natürlich ist Alleinsein unangenehm und unerwünscht. In einer anderen Perspektive war aber vielleicht ein Teil von dir doch interessiert daran, wie mag sich das anfühlen. Und dann irgendwann ist es dann aber auch genug und man kann in eine Metamorphose kommen. Oder vielleicht nochmal so, das ist jetzt ein ganz anderer Gedanke, aber hängt damit zusammen. Alles, was Materie ist, ist irgendwie eine Dualität, ist in der Dualität. Materie, nicht Materie. Oder wenn man eine Emotion anguckt, gesellig sein, allein sein, schwach sein, stark sein. Den guten Gott kann es nur geben, wenn ich ein Konstrukt von bösen Teufel habe. Also es sind immer Dualitäten. Und wenn ich mich jetzt schwach fühle und durch den Tumor auch schwach fühle und so weiter, dann hat man ja so ein Bestreben, ich möchte gerne stark werden. Wenn ich jetzt aber stark wäre, mir das gelingt und ich bin da auf der Seite, dann bin ich immer noch in der gleichen Dualitätsachse verhaftet. Ja, dann provoziere ich quasi wieder ein Erlebnis auf der anderen Seite. Die eigentliche Lösung ist, dass wir diese Dualitätsachse transzendieren können. Es ist gar nicht mehr, dass die zerbröselt. Es ist gar nicht mehr wichtig, ob ich jetzt schwach oder stark bin. Das ist dann so die Ultima, das zerfällt, ist gar nicht mehr wichtig. Ja, also praktisch aus der Indifferenz handeln. Ja, Indifferenz klingt wieder vom Wort her negativ, ne? Aus der Souveränität heraus, weil diese Dimension die Kraft verloren hat. Es ist nicht mehr mein Spielfeld. Jemand, der selbstbewusst ist, dem würde gar nicht auffallen, dass jemand anders selbstbewusst ist. Das ist selbstverständlich. Der spielt nicht auf den Tasten des Klaviers.
Und für wieder eine andere Person mag das was total Wichtiges sein. Ein ganzes Leben lang ringt man danach, dass ich mich selbst behaupten kann, dass ich respektiert werde, dass ich anerkannt werde. Die weiße Wolke hat eben unterschiedliche Themen, die wir mitnehmen, die wir erleben wollen. Und natürlich möchte ich nicht erleben, dass ich kein Selbstbewusstsein habe. Wenn ich jetzt die Ebene wechsle, dann möchte ich es vielleicht doch erleben. Wenn ich die Ebene wieder wechsle, ist es wieder anders. Also es ist ziemlich komplex. Und Ich ich habe für meinte mich. eigentlich mit Indifferenz eher, dass ich beide Seiten annehme. Dass Genau. es also sowohl in Ordnung ist, selbstbewusst zu sein, als nicht selbstbewusst zu sein und dass ich dann aus dieser Indifferenz heraus handeln kann, so wie ich Das richtig verstanden. lebe. Wenn ich den Tod auch annehme, kann ich manchmal leichter leben. Oder beziehungsweise viele sagen, man fängt erst an zu leben, wenn man den Tod angenommen hat. Ist richtig klar. Also das meinte ich. Stimmt. Aber Es ist manchmal auch ja, manchmal berührend, wenn man Menschen begleitet quasi ins Sterben. Ne? Das gibt es ja auch ta tatsächlich. Und wenn jemand das in Frieden machen kann und ganz bewusst das erlebt, das kann ganz berührend sein für die ganze Umgebung. Wenn dann jemand, also ich habe da einen Fall, das im Kopf. Ich möchte jetzt gern noch einmal den Geruch vom Wald riechen. Ich möchte noch mal Bäume sehen. Also so eine Lappalie, wir können jederzeit Bäume sehen. Aber wenn das so ganz bewusst gemacht wird, oh, dann kriegst du, das geht richtig über, dann kriegst du mit, wie so eine Person das aufnehmen kann, beglückt sein kann und das reine Beobachten beglückt dann schon. Ne? Dann lernen wir von den Menschen. Ja, ne? Angesichts dieser Endlichkeit kann ich in Intensität kommen von Leben. Okay. Ich würde eigentlich gerne noch so ein paar Beispiele sagen von diesen Körperreisen. Das ist das, was du ja so Ja, mal. genau, da wollte ich jetzt auch nachfragen, wie funktioniert es oder beziehungsweise vielleicht möchtest du uns einfach ein Beispiel erzählen, da kann man sich wahrscheinlich am meisten Ja, drunter genau. vorstellen. Also es ist eine Meditation und man braucht oft eine Voraussetzung, dass man schon vertraut ist, dass man nicht skeptisch ist, was kommt da, dass ich weiß, ich bin sicher und so weiter. Und ich mache das dann oft so am Anfang. Stell dir vor, du bist da als Däumling. Ich kürze jetzt den Anfang ab, darum, den kommt es nicht so an. Siehst dich als Däumling beispielsweise in der Hand oder wenn es ein Kind ist, ne, ein Junge so, oder frage ich mal, kannst du dir ein U-Boot vorstellen? So ganz hypermodernes U-Boot. Dann steigst du ein, schließt den Deckel und dann lässt es kleiner werden. Schrinken, so klein werden, dass es da in die Hand rutschen kann. Und dann bist du in deinem U-Boot, bist du im Körper unterwegs. Oder, kann man auch einfach sagen, jetzt wirst du kleiner, 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 du rutschst durch die Haut durch und jetzt bist du in so einem Lebensstrom. Ne? Da hat es rote Blutkörperchen und mit denen schwimmst du so einfach mit. Ne? Das Bild muss sich etablieren, man muss wirklich drin sein. Und dann kann man fragen, so, wo möchtest du jetzt als erstes hin, beispielsweise? Und da möchte ich gerne mal ein Beispiel jetzt erzählen von der Trisha. Die ist so ungefähr 50 und die hat ein Meningioma. Das ist ein Gehirntumor, eigentlich ein gutartiger. Aber bei ihr war das so, den hat sie schon seit 12 Jahren. Sie hat schon dreimal eine OP gehabt und drei Bestrahlungen und jetzt wächst es wieder. Also quasi im Liegrohr wächst da eine Wulst raus, die eine große Raumforderung werden kann. Also dreimal Hirnoperation, das ist schon nervig so. Und sie war dann in dieser Vorstellung drin, also in Trance, ist dann ins Gehirn gekommen und hat dann auch gleich so einen Fleck gefunden und hat den beschrieben. Also der ist gelblich, der sieht so irgendwie gelblich, so ein bisschen schmierig aus. Und dann geh mal rein. Geh mal einfach in der Vorstellung rein und mach dich so groß wie die Wesen, die da drin sind. Und dann hat sie gesagt, ja, also die sehen aus wie so kurze Menschen müssen, aber es so irgendwie grünlich und irgendwie ist so ein bisschen eine depressive Atmosphäre. Die sitzen da so im Kreis, sagt, sie sind jetzt alles Bilder, die kommen, sie beobachtet diese Bilder nur und die sind blass und schauen irgendwie krank aus. Und dann ist eben der erste Schritt, dass du jetzt nicht gleich anfängst, was soll das hier und so weiter, sondern wie im echten Leben, jetzt guckst du erstmal, dass du deren Vertrauen gewinnst. Ne, setzt dich dazu und kriegst mit, die sind alle müde. Sagst du, komm, mach doch einfach mal ein Schläfchen, ich mach's euch vor.
Und dann in der Trance machst du ein kleines Schläfchen und die machen mit und erholen sich. Und so entsteht dann so im Lauf der Zeit ein Kontakt. Und dann kannst du sie fragen, sag mal, ihr wisst schon, ne, ihr seid auch ein bisschen ein Problem. Wisst ihr eigentlich, warum ihr das macht? Nee, wir haben keine Ahnung. Ne? Also sind wir immer schon so weit, dass wir in Kontakt, in Kommunikation sind. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Seid ihr einverstanden, dass wir uns mal angucken, woher das kommen könnte? Ja, das würde uns auch interessieren. Okay, in deiner Vorstellung stell dir jetzt mal vor, da ist eine Leinwand. Jetzt ziehst du die Leinwand runter, eine weiße Fläche. Jetzt helfe ich dir, indem ich nur bis drei zähle. Mit eins jetzt fragen wir das Universum, dass es gleich einen Film einlegen soll und eine Szene zeigt, die ursächlich war für diese ganze Situation. Mit zwei jetzt. Jetzt geht das Licht an. Siehst du das Licht? Ein weißes Licht auf dem Bildschirm. Ja, ich sehe das. Und hörst du, wie hinten am Projektor genestelt wird und wie der Film eingelegt wird? Ja, und der fängt jetzt an zu laufen. Jetzt. Erstes Bild. Schwarz-weiß oder Farbe? Farbe. Situation. Draußen oder drinnen? Drinnen. Ne? Dann habe ich schon zwei Anhaltspunkte. Und da muss ich nur geduldig sein. Drinnen. Ach, in unserer alten Wohnung. Ne? Ach, hat sie gesagt. Das heißt, sie hat die Situation schon klar gehabt. Und was kam dann? Es war eine Situation vor, ich kann nachgucken, vor 13 Jahren, wo sie ihren Mann konfrontiert hat, dass er fremdgegangen ist und was dann zum Auseinanderbrechen der Beziehung geführt hat. Und sie hat gesagt, meine Knie wackeln total und ich habe eine totale Leere im Kopf. Ja, also das habe ich mir aufgeschrieben, ich habe eine totale Leere im Kopf. Was hat sie? Sie hat einen Gehirntumor, der ins Liquor reinwächst. Ne? Also sozusagen in den, aber sie hat eine totale Leere im Kopf. Okay, wie geht es dann weiter? Jetzt drückst du den Stopp-Knopf auf der Remote-Tastatur. Stopp. Ne? Alles ist eingefroren. Und jetzt, Trisha, jetzt kannst du einfach in den Bildschirm einsteigen. Steig einfach ein. Und jetzt bist du im Zimmer und du siehst dich vor 13 Jahren, wie du da sitzt und eigentlich fassungslos bist. Und du kennst die Person so gut wie niemand. Was braucht diese Person jetzt? Ja, die braucht eine Umarmung. Okay, geh mal hin, ganz vorsichtig und umarm sie. Guck, dass du nicht übergriffig bist. Ja, die nimmt die Umarmung auf. Dann findet eine Umarmung statt. Das kann manchmal Minuten gehen. Fühl das. Ne? Du kannst inzwischen den Körpern hin und her wechseln. Und du kannst fühlen, wie das ist, eine Umarmung bekommen zu haben. Du kannst fühlen, wie das ist, eine Umarmung zu geben. Und ja, also dann vermitteln, es wird wieder gut, das ist in Ordnung, ich bin da. Und es hat dann tatsächlich eine Befriedung stattgefunden, weißt du? Und das war damals anders, aber auf der seelischen Ebene gibt es keine Zeit. Wenn so ein Prozess durchgeht, das kennen wir von Familienstellen her, dann ist es so, wie wenn das damals passiert ist. Und wenn sie dann wieder raus geht, ich kürze jetzt alles ein bisschen ab, ne? Die Trisha geht wieder raus, ist wieder in dem Kreis mit den Zellen und die sind alle total geschockt, was da war. Ne? Und jetzt umarmt Trisha diese Zellen, ne? Und tröstet sie genauso wie das andere. Das war eine Sitzung. Und dann haben wir das Ganze noch einmal gemacht in der nächsten Sitzung und sind auch wieder in das Meningium gegangen, also zu schauen, wie sieht es jetzt aus. Und hat sie ein ganz anderes Bild gehabt. Diesmal hat sie das Bild gehabt, das ist ein Baum und da hat es Äste. Und wenn ich in den Ästen weitergehe, dann hat es kleine Äste und die sehen eigentlich alle gut aus. Ne? Die wollen wachsen, das sieht alles gut aus. Okay, wir gehen mal nicht weiter, gehen mal zurück. Gehen mal von den kleinen Ast, in den großen Ast, in den dicken Ast, in den Stamm. Und da sagt sie, halte mal, im oberen Teil vom Stamm, ich wollte in die Wurzeln gehen, aber sie hat mich gleich unterbrochen. Im oberen Teil vom Stamm, da ist ganz und blöd. Was ist das für eine Atmosphäre? Ja, die ist gedrückt und irgendwie ganz komisch. Wie spürst du das im Körper? Ja, als Druckierung. Okay, als Druckierung. Es ist gedrückt. Mach das jetzt mal doppelt so stark. Geh mal kurz rein in das Gefühl. Lass dich mal ausfüllen von dem Gefühl. Ich wiederhole genau ihre Worte und sag, du. Und jetzt zähle ich bis drei und dann weißt du, wo das Gefühl herkommt. Eins, zwei, drei. Ich habe ein Bild von der Straße. Die ist komplett leer. Es regnet. Es ist ganz komisch. Ah, da hinten sehe ich jemand. Das ist meine Mama.
Ja, also das heißt, das war ein, ich weiß nicht, keine Interpretation. Sie sieht ihre Mama, die ganz einsam ist, allein auf dieser Straße steht. Das heißt, vermutlich ist das ein Thema gewesen, was sich schon quasi von der Ahnenreihe her ergeben hat. Die Trisha in der Vorstellung kommt auf die Mama zu, die ist total erleichtert, die umarmen sich. Und da habe ich jetzt eingeredet und gesagt, jetzt stell dir mal vor, dass alle Personen, die deiner Mama wohlgewollt sind, egal ob sie leben oder gestorben sind, jetzt im Halbkreis erscheinen. Das hat sie dann auch wirklich gesehen. Da hat es aufgehört zu regnen, es ist Licht gekommen in ihrer Vorstellung, sie erzählt das alles. Und im Halbkreis standen dann eine ganze Reihe Menschen, mit denen sie liebevoll verbunden ist. Es ist wichtig, dass sie rauskommt aus der alleinigen Verantwortung für die Mama. Ne? Sie steht dann zurück in den Kreis und das hat. Es gab dann einen Austausch mit der Mama von Energie. Das war komplett in Ordnung. Und wenn sie dann wieder zurück, also dann wieder zurückgegangen ist in den Baum, da war der Baum hell und klar. Das Depressive war weg, das Dunkle war weg in der Vorstellung. Und sie ja, sah alles gut aus. Das ist jetzt ungefähr 4 Monate her, das Erlebnis und das Meningiom. Ist seither nicht weiter gewachsen, kein Problem aufgetaucht. Sie wird jetzt die nächste Untersuchung haben, in 2 oder 3 Wochen wieder. Ist aber selber ganz zuversichtlich, dass, weil sich das so anfühlt schon, dass das jetzt einen anderen Ausgang genommen hat. Und hat dann die Person auch ein anderes Verhältnis danach zu ihrer Mutter? Die Mutter Oder ist gestorben schon. sie ist gestorben, aber es hat sich dann praktisch die Betrachtung des Ich glaube, sie Verhältnisses hat ein verändert. gutes Verhältnis mit der Mutter gehabt. Das war nicht belastet, war mein Eindruck. Also, weißt du, Aber verändert sich dann trotzdem die Betrachtung von Verantwortung oder von Einsamkeit oder von. Also, was hat sich denn dann für sie verändert, außer dass sie verstanden hat, dass es nicht mehr notwendig ist, oder? manchmal, das weiß ich nicht, das sind jetzt unsere kognitive Gedanken. Ne? Wir sollten uns zurückhalten damit. Aber was tatsächlich sich verändert in so einer Situation, das ist die Energie. Manchmal gibt es, also weißt du, Energie ist ein Wort, das lässt sich ja nicht fassen. Du kannst es ja nicht sehen. Aus der Tatsache, dass du etwas nicht sehen kannst, darfst du aber nicht schließen, dass es das nicht gibt. Also es gibt solche belastenden Energien, manchmal über Generationen hinweg, die einfach so irgendwie im Körper liegen. Und wenn du so eine fremde Energie auflösen kannst, befrieden kannst, dass es sich auflöst, das ist was total Wertvolles. Das ist auch etwas, was ich unabhängig von der Körperreise eigentlich immer am Anfang mache, dass ich schaue, ist, steht jemand in der eigenen Energie? Da gibt es ein paar einfache Möglichkeiten dafür. Also jemand guckt in den Spiegel und sieht so irgendwie was Dunkles. Miriam, es ist so verrückt. In der Vorstellung, so mit geschlossenen Augen in der Meditation in den Spiegel zu schauen, würde ich jetzt mal sagen, in mehr als einem Drittel der Fälle sieht man sich nicht selbst. Ja, und das ist immer so ein bisschen ein Hinweis, da ist was anderes. Wir müssen erst das, was nicht uns ist, angucken, identifizieren, freundlich rausgeleiten, weil jede Veränderung gelingt am besten, wenn du in deiner eigenen Energie steckst. Es ist aber schwierig, auch darüber zu sprechen, weil ich tue mir da deswegen ein bisschen schwer, weil dann gibt es manchmal Erwartungen. Und es muss ja alles aus dem Mensch selber rauskommen. Weißt du, wenn du einen Reiseführer liest, dann gehst du in eine Stadt und dann willst du das erleben, was im Reiseführer stand. Das ist es aber nicht. Das hier ist eine radikal individuelle Geschichte. Und der Reiseführer entsteht in dem Moment, follow the flow, in dem Prozess. Hast du noch eine Geschichte für uns? Ja, noch ein Beispiel. Und das ist mal, ich sage noch 2 oder 3 Beispiele. Das nächste ist jetzt ein ganz einfaches und das übernächste ist ein bisschen spannend, weil das ein epigenetischer Zusammenhang ist. Aber das nächste ist ganz einfach und von daher eigentlich auch geschickt. Das ist Kurt. Kurt ist Anfang 60 und hat einen Prostata-CA, also Prostatakrebs. Und der ist operiert worden, der hat Hormontherapie, also alles gut aufgenommen worden. Der hat tatsächlich den Mut gehabt, diese psycho-onkologischen Geschichten anzugucken, was ich dir jetzt erzählen möchte. Und er hat seine Ernährung umgestellt. Das ist vielleicht jetzt gar nicht per se wichtig, aber es ist wertvoll, weil das ein
eine Lebensveränderung ist. Ne? Also er ist jetzt Veganer, früher Fleischesser, er ist auch voluminös, war ein respektierter Handwerker, also schon ungewöhnlich, ne? Eine Veränderung im Alltag. Und ganz oft ist es so, dass du ähnliche Dinge erlebst, Miriam. Und zum Schluss erlebst du die dann auch in der Gesundheitsdimension. Also wegzukommen von der Energie vom Tumor ist oft, wenn du das Wort Problem durch das Wort Muster ersetzt und guckst, dann kannst du dich nämlich über andere Sachen unterhalten und bist nicht immer in der Energie vom Tumor und bist trotzdem in der Energie. Also für den Kurt war wichtig, dass er respektiert ist. So, das war ihm wichtig, ja, so in der Community mit allem. Und wir haben dann auch, ich kürze das jetzt alles ab, eine Körperreise gemacht. Er ist in den Tumor rein. Der hat übrigens einen Gleason-Score von 8 gehabt, also einen aggressiven Tumor. Der ist dann reingegangen und hat festgestellt, die sind alle, diese Tumorzellen, die er da gesehen hat, alle total beschäftigt. Die haben überhaupt keine Zeit, mit ihm zu reden. Die sind hektisch, wissen aber gar nicht richtig, was zu tun ist. Also ein Wirrwarr her und hin und so weiter. Und dann ging das auch eine ganze Zeit, bis man die so zur Ruhe hatte, dass man anfangen konnte, mit denen zu sprechen. Sie wussten eigentlich auch nicht richtig, was ist. Sollen wir es uns angucken? Ja. Und auf einmal sagt er, das ist ja ganz komisch. Mir fällt jetzt was ein, das ist vor 10 Jahren passiert. Ich erzähle es dir mal einfach. Es fällt mir, ich habe schon ewig nicht mehr dran gedacht. Ich war auf dem Kirschbaum, auf der Leiter gestanden und bin ich von der Leiter gefallen. Und es waren 5 Nachbarn da, die zugeguckt haben. Peinlich. Und dann bin ich runtergefallen. Ich war sogar einen Moment bewusstlos und dann habe ich mir in die Hose gemacht. Aber ich habe diese Erntesäcke gehabt. Ich konnte das gut verbergen, dass die anderen das nicht gekriegt haben. Aber ich habe noch lang mal Löhr gehabt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das mal ganz langsam. Ganz langsam. Du merkst, du fällst jetzt. Du fällst, du kriegst einen Schreck, du fällst runter, du verlierst das Bewusstsein. Und weil er ja noch gedanklich in der Prostata war, war da auf einmal, die Prostata hat die Aufgabe, die Harnröhre zu schließen. Ne? Und auf einmal war da Chaos da. Ne? Das war nicht mehr möglich. Durch den Aufprall hat die Blase sich entleert. Der Chef war nicht da, der war nämlich bewusstlos. Und die Zellen, die dafür zuständig sind, diese Wächter, Prostatazellen, die waren hoffnungslos überfordert und waren in heller Aufregung. Ne? Also, nachdem Kurt es gesehen hat, hat er gesagt, ich habe es verstanden. Ich bin da. Jetzt gibt es eine Radioansprache. Ich bin hier. Ich habe die Welt im Griff. Es ist alles in Ordnung. Ihr könnt wieder ruhig werden. Und das hat Zauber gewirkt. Die Atmosphäre in der Prostata ist ganz anders geworden. Und nach dieser Ansprache von Königbewusstsein an alle seine Zellen, war das eine ganz friedliche Stimmung. Die Geschichte ist jetzt 1,5 Jahre her. Und er hat einen PSA-Wert von 0,0. Jetzt kannst du sagen, hätte er vielleicht auch gehabt mit der Hormontherapie. Mag sein, aber für ihn war das so plausibel, dass das einfach eine Faktizität hat. Ganz einfacher Fall, nichts groß Trauma suchen oder so, aber zeigt eben wieder eine Facette. Und wenn du so Fall um Fall anguckst, der dann doch wieder anders aussieht, dann lernst du eigentlich ganz automatisch, dass man sehr zurückhaltend sein sollte mit so pauschalen Zuweisungen. Krebs ist das und das. Spannend. Ist verständlich, oder? Ja, natürlich, ist sehr verständlich. Es ist sehr verständlich. Und ja, also ich glaube auch oft, dass es auch gar nicht so kompliziert sein muss, oder wir kennen das ja alle, dass einem irgendwas über den Weg läuft. Eine Freundin hat es mal so schön gesagt, die hatte ganz lange ein Problem mit ihrem Vater und dann hat sie gesagt, eines Nachmittags hat sie gebügelt und hat aus Langeweile eine Serie angeschaut, eine ganz schreckliche, simple, bescheuerte Serie. Und irgendwas hat ein Mann gesagt und plötzlich hat sie ihren Vater verstanden. Durch eine Kleinigkeit ist ihr alles klar geworden und sie hat sich gedacht, wow, hätte ich diese Serie mal vor 30 Jahren angeguckt, vielleicht hätte ich Eben, mir wäre es viel nicht so weit gewesen, ja. erspart, aber sie war wahrscheinlich nicht so weit gewesen. Und das finde ich auch das Schöne, dass manchmal diese Klarheit einfach kommen kann mit solchen Kleinigkeiten. Ich sage jetzt mal, wie vom Kirschbaum fallen, ist ja eigentlich jetzt eine Kleinigkeit, aber zieht was nach sich oder irgendwas anschauen und plötzlich wird einem klar,
Aha, deshalb mache ich das und das ist eigentlich gar nicht nötig oder ist gar nicht ein Riesenproblem. Ich habe es nur falsch interpretiert oder. Ja, das ist eine Gnade. Und berühmte, bekannte Fälle wie die Anita Morjani, ne, die so quasi ja eigentlich im finalen Stadium auf dem Totenbett war und diese Gnade erlebt hat, die Gnade einer Out-of-Body-Show, ne, wo ihr alles klar geworden ist, das ist eigentlich eine tolle Situation, wenn man das erleben kann. Aber man kann es nicht schöpfen. Es passiert oder es passiert nicht. Und jemand, und das ist die Mehrzahl der Fälle, bei denen es nicht passiert, die haben eigentlich einen viel schwierigeren Weg. Es ist einfach, wenn ich eine göttliche Erfahrung habe und die spüre durch und durch, und dann weiß, dann kann ich alles verändern. Aber wir Normale, die mit Zweifel sind, mit Unsicherheiten, und mit, was du sagst, beim Bügeln, das ist eben das, wo als Gnade etwas kommen kann. Deswegen viele Erfindungen finden in der Dusche statt. Ne? Wenn ich an gar nichts denke, wenn ich den Kopf loslasse, wenn ich bügel, auf einmal kommt etwas, nämlich von hier in den Sinn hoch, auf die Projektionsfläche. Wenn ich immer beschäftigt bin, dann kann das nicht passieren. Und es ist schön, so eine Gnade zu haben. Und der Zen-Buddhismus, Miriam, der fördert solche Zustände, weil die einfach erkannt haben im Laufe der Jahrhunderte, wenn ich zum Beispiel an einem, was sagt dir Koan was? Weißt du, was das ist? Nee. Also Koans ist eine Technik in der Zen-Meditation, das sind vermeintliche Unsinnsprüche. Also der berühmteste Koan ist, das ist das Geräusch, wenn zwei Hände klatschen. Wie ist das Geräusch einer Hand? Und dann wirst du allein gelassen. Ne? Und dann denkst du nach, was das sein. Da kannst du zu deinem Meister, zu deiner Meisterin kommen und sagen, ich habe die Lösung, das ist so und so. Schüttel den Kopf und sag, nee, geh nochmal zurück. Ne? Und das ist dann oft so, du bist dann Tage allein, stehst um 5 auf, ne? Denkst über dieses blöde Ding nach, fluchst, schmeißt in die Ecke, aber es kommt dann immer wieder hoch. Und irgendwann bist du erschöpft. Ne? Dein Kopf ist erschöpft. Ne? Du lässt es einfach liegen. Und auf einmal ist dir es klar. So wie beim Bügeln, auf einmal ist das klar. Und es ist eine Gnade. Ich kann es nicht schöpfen. Ich kann nur die Umstände förderlich gestalten, dass so etwas passieren kann. Dass ich relaxed werde und dass ich ja einfach Gefäß bin für etwas, was empfangen werden kann. Aber also das Schöne daran ist ja, dass praktisch dann auch diese Erkenntnis niemals zeitlich gebunden ist oder dass auch die Heilung oder das Heilen von, ich sage jetzt mal, der Ursache eines Tumors nie eine lange Zeit bedeutet, also oder ein langes Suchen, ein langes Aufräumen, ein langes Beschäftigen, sondern Ja. diese Heilung praktisch der Ursache kann ja dann auch einfach in sehr Ganz kurzer spontan Zeit geschehen gehen. und ganz Kann spontan. ganz spontan gehen. Das hängt mit unseren Glaubenssätzen zusammen. Wenn du der Meinung bist, wenn du glaubst, ein Tumor, der jetzt so lange entstanden ist, der kann gar nicht weggehen von einer Nacht auf die nächste, dann wirst du recht behalten. Von Henry Ford gibt es diesen schönen Spruch. Ob du glaubst, dass dir etwas gelingt oder ob du glaubst, es wird dir nicht gelingen, du wirst in beiden Fällen recht behalten. Ne? Also das, was ich glaube, wenn ich glaube, dass das morgen weg sein kann, dann ist es auch vorstellbar. Wenn ich glaube, dass das Zeit braucht, dann braucht es Zeit. Aber es ist schön, solche Geschichten zu hören, weil ich erlebe das oft bei Krebskranken, dass ja schon primär die Idee da ist, dass der Krebs oder die Krebsheilung etwas ist, was mit viel Arbeit zu tun hat, mit viel Einsatz, mit viel Aufwand, mit viel. Also mir wird ja immer gerne gesagt, naja gut, du warst eben so konsequent. Also da kommen dann immer irgendwelche Adjektive zum Tragen, die Sache dann eigentlich schwieriger machen, ja. Und im Grunde ist ja das Schöne, und das ist ja auch die schöne Erkenntnis aus diesen Geschichten, dass es zum einen immer möglich ist und dass es zum anderen auch immer leicht möglich ist und auch immer zu jeder Zeit und mit jeder Zeit. Und das ist ja wunderbar. Also Nein, ich habe dieses Typische, es wird einem ja immer gesagt, sie haben nicht mehr die Zeit. Und Ja, das ist ja. eigentlich dann wunderbar, weil die Zeit bedarf es dafür ja auch nicht. Also hat dann wiederum jeder die Zeit. Das stimmt, ja.
Mir fällt noch einmal ein, ich habe eine Patientin gehabt, die gesagt hat, ich würde es ja so gern machen wie die Miriam Reichel, aber ich vertrage Kohl einfach nicht. Kohl kotzt mich einfach an. Ich schaffe das nicht mit dem Kohl. Und somit war es Zeit, ihren eigenen Weg zu finden. Genau, aber manchmal brauchst du auch ein bisschen Mut, ne, den Kohl loslassen zu können, wo doch der so Genau. erfolgreich war. Den Kohl und auch eben dieses Zeitfenster Genau. und die Anstrengung dabei. Ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Idee, dass man immer so unheimlich viel leisten muss, damit es dann gut sein darf. Miriam, ich erzähle noch mal die Geschichte von der Brenda. Ja. Die Brenda ist Mama, hat drei Kinder und hat einen ziemlich aggressiven Tumor gehabt. Ne? Es war ein Kolon-CA, er war metastasiert in die Ovarien, Leber und Lunge sind schon befallen gewesen. Sie hat eine OP gehabt, sie hat eine Chemo gehabt, sie hat eine HIPEC gehabt. Und ich habe sie so am Anfang, frage ich immer, beschreib dich doch mal selber. Und dann sagt sie, ich bin sehr selbstlos. Eine Kindheitserinnerung, irgendwas Spontanes. Ach, da fällt mir ein, ich bin auf den Treppen gesessen und ich habe zugeschaut, wie mein Bruder so Breakdance-Performance macht. Ne? Also wieder etwas, wo sie nicht im Mittelpunkt stand. Und, sie ist ganz familienorientiert, sie macht es allen recht. Ich sage das nur so am Anfang. Und dann haben wir auch wieder so eine Körperreise gemacht und sind in den Tumor gegangen, wieder, ich kürze das alles ab. Das geht manchmal eine ganze Zeit, bis man so in Kontakt kommt. Ne? Da muss man geduldig sein, bis die antworten und so weiter. Darf ich jetzt mal ganz kurz dazwischen fragen, weil du gesagt hast, sie hatte eine OP. Das heißt, unabhängig, ob der Tumor jetzt operiert ist oder nicht, kann ich ihn trotzdem besuchen. Naja, sie hat immer noch Metastasen. Sie hat eine OP gehabt, aber sie hat Metastasen in der Lunge, in der Leber gehabt, im Peritoneum. Also eigentlich eine absolute palliative Situation. Aber Ne? Auch selbst wenn wenn er jetzt operiert wäre und ich trotzdem, sage ich jetzt mal, die weiteren Ursachen be bereinigen möchte, könnte ich den Tumor immer noch besuchen? Ich weiß ja, was du raus möchtest. Also in ihrem Fall, du hast oft mal OPs, wo du eine Tumormasse rausnehmen kannst, aber nicht den ganzen Tumor erwischst. Ne? Beim Darm schafft man das eigentlich. Man macht erst Chemotherapie und Strahlentherapie und Chemotherapie, um den Tumor kleiner zu machen, dass ich nicht so viel Trauma habe. Und wenn man operiert, beim Darm macht man immer eine sogenannte Endoresektion. Das heißt, man schneidet alles heraus. Mit der Konsequenz, wenn da noch Tumorzellen drin sind, die gehen zum Pathologen, dann sagt er, da sind noch Zellen drin, da muss ich noch einen Zentimeter wegschneiden. Geht es wieder zum Pathologen, der sagt immer noch was drin, bis zu der negativen Konsequenz, dass du deinen Schließmuskel unter Umständen verlieren kannst, wenn da immer noch Tumorzellen drin entdeckt werden. Aber man macht eine R0-Resektion, es ist alles weg. Es gibt aber andere OPs, da geht es nicht. Ne? Da kannst du eine Tumormasse wegmachen, aber gleichzeitig in der Leber, wenn es da Metastasen hat, dann kriegst du das nicht weg. Auf deine Frage zurück, ja, es ist möglich, auch so eine Körperreise mit Tumorzellen zu machen, wenn jetzt keine Tumorzelle mehr im Körper ist, weil dann sagst du einfach, jetzt gehen wir mal zurück an die Zeit vor der OP. So wie du dich erinnern kannst an den letzten Urlaub, der ist vorbei. Ja, dann schließ mal die Augen, erinnere dich da mal an den letzten Urlaub, an das Abendessen, hörst du den Strand, weißt, wenn du da so richtig reinkommst und in eine fokussierte Konzentration kommst, dann ist der Abend wieder da. Ja, und dann kannst du das aus der Sicht dieses Abends erleben. Okay, zurück zu unserer Brenda. Ich kürze wieder ab, ne? Das ist also manchmal ein langer Prozess, bis die einverstanden sind, in Kommunikation zu treten. Ihr Eindruck war, die sind irgendwie total aggressiv, sie fühlen sich anders und sind zurückgezogen, sie möchten mit den anderen gar nichts zu tun haben. Also das ging eine Weile so, okay, lass uns doch mal gucken. Wisst ihr, warum wir so? Nee, wir wissen es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Die Brenda weiß es natürlich auch nicht. Was macht man jetzt? Da habe ich ihr vorgeschlagen, stell dir mal so ein Gewicht vor. Kennst du so eine Waage, eine alte Waage? Weißt du, wo so ein Gewicht verschiebt? Ja, stell dir mal vor, du hast so eine Waage und jetzt schiebst du das Gewicht, da hat so eine Kerbe drin, das ist jetzt, ne? Schiebst du die Waage raus und jetzt schiebst du die weiter in die Vergangenheit, Vergangenheit, du achtest nur drauf, ob es wieder einen Klick macht. Und die Brenda
Schieb, schieb, schieb. Ich spüre nichts. Schieb weiter. Ich spüre nichts. Okay, Brenda, mach nichts. Schieb einfach weiter. Nee, ich spüre nichts. Okay, schieb's mal weiter über deine Geburt hinaus. Schieb einfach mal weiter. Sie schiebt weiter, weiter. Und auf einmal sagt sie, jetzt hat's geklickt. Und im gleichen Moment, ich sehe eine Frau, eine junge Frau, die hat eine Rose in der Hand und hält den Kopf schief. Also, für mich keine Ahnung, ne? Follow the flow. Ne? Es ist der Film in dem Menschen selbst. Kurze Pause. Das ist meine Oma als junges Mädchen. Okay, die Oma als junges Mädchen hält den Kopf schief, hat eine Rose in der Hand und lächelt. Mein Eindruck war, irgendwas stimmt da nicht. Fühl mal rein, wie geht's der Oma? Überhaupt nicht gut. Was ist die Situation? Dann klärt sich die Situation. Sie soll heiraten, ihre Eltern haben jemand ausgesucht für sie. Sie ist aber heimlich verliebt in jemand anders. Also geht irgendwie nicht. Sie hat sich gefügt. Die Brenner hat erzählt, die Oma war übrigens, die war eine Kratzbürste. Die war so ganz egoistisch ihr Leben lang. Ne? So ganz anders wie alle anderen. Ne? So eine Kratzbürste. Dann haben wir in der Imagination den Liebhaber von damals geholt. Ne? Die Großmutter konnte dem erklären, dass das jetzt so eine Situation ist. Er hatte Verständnis gehabt, er hat ihr den Segen gegeben. Sie war total erleichtert. Das war so die Befriedungsgeschichte. Und als diese Meditation vorbei war, die Brenda wieder quasi das zurückgeschoben hat, war sie ja wieder bei diesen Krebszellen. Und mit einem Schlag sind alle auf sie zugerannt gekommen. Ne? Vorher waren die ja ganz abwesend, aggressiv. Endlich ist die Wahrheit draußen. Ne? Man umarmt sie und so weiter. Sie kommt gar nicht nach. Endlich ist die Wahrheit draußen. So. Das ist ein epigenetischer Zusammenhang, weil die Tante ihrer Mutter ist an Krebs gestorben. Und die Schwester von ihr auch. Ne? Also es gab schon, sie ist die dritte. Ne? Also drei Personen in dieser matrilinearen Verwandtschaft sind an Krebs gestorben. Und das ist dieses Thema, diese Energie, die gar nichts mit ihr zu tun hat. Da ist auch kein Trauma. Ne? Wenn du jetzt nach Trauma suchst, da findest du nichts. Da ist kein Trauma. Die Kindheit war glücklich, alles war behütet. Das war etwas, was quasi epigenetisch von der Ahnenreihe hergekommen ist. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht verändern kann. Epigenetik heißt Umwelteinflüsse, Einfluss auf die Gene, aber das ist nicht fixiert. Ich kann da Einfluss drauf nehmen. Also das war eine berührende Geschichte, weil sie erkannt hat, wo das herkommt und vor allen Dingen auch verstanden hat, diese Dualitätsachse, über die wir vorher gesprochen haben. Ne? Die Oma war selfish. Also es ist egoistisch. Ne? Sie war extrem nicht egoistisch, aber in diesem Extrem für andere Dasein und es allen recht machen, es allen recht machen, ist in der gleichen Dualitätsachse, in der gleichen Energie verhaftet. Also ihre Aufgabe ist jetzt, den gesunden Egoismus zu entwickeln. Nicht daher zu kommen, aber auch die Position zu verlassen, dass nur die anderen wichtig sind und man selbst sich völlig zurücknimmt. Ne? Das ist wie so eine Überreaktion. Also die Oma, die wäre gern da gewesen und musste dahin gehen, ne? War dann aber auch kratzbürstig, egoistisch. Ne? In der Familie haben andere die andere Aufgabe übernommen. Alles eine Fremdenergie, die du so ins Licht bringen kannst und damit potenziell eben auch in die Auflösung bringen. Das bedeutet dann eigentlich auch, dass in dem Moment auch die Krankheitsgeschichte abgeschlossen sein müsste für andere Generationen, Ja, oder? ich habe in den ersten Jahren, wo ich solche Geschichten erlebt habe, habe ich immer gedacht, ja, wir haben es. Ne, so, weil das so dieser eine Punkt ist. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, Erkenntnis ist eins. Es gibt auch im Englischen diesen Ausdruck, you have to walk the talk. Ne, also du hast eine Erkenntnis, du musst die Erkenntnis jetzt aber auch in dein Leben umsetzen. Und oft ist es ja so, dass das Teil deiner Programmierung ist, Teil deiner Konditionierung. Du bist anders. Du musst also das so verstehen und verinnerlichen, dass es in der Lage ist oder die Kraft hat, eine Veränderung zu bringen. Ich habe eine Reihe Beispiele, wo ich Menschen mit ins Sterben begleitet habe, wo die Kraft nicht da war. Also ich sage dir ein Beispiel, das war für mich sehr eindrucksvoll. Das war jemand, deren Mutter gestorben ist, als sie ein Kind war an Krebs. Und sie hat jetzt ein behindertes Kind gehabt, was sie braucht und hat diesen Krebs oder Leibskrebs bekommen. Ne? Helle Panik,
Körperreise gemacht, die Tumorzellen, sie kommen dahin im Bauch. Ich strecken alle die Arme entgegen. Ach Gott sei Dank, du kommst, Königin Bewusstsein. Ne? So, du kommst. Sie war so schockiert, dass sie abgebrochen hat, rausgestreckt. Nee, da will ich nie mehr hinkommen. Ja, wir konnten nicht die Ressourcen finden. Weißt du, diese Analogie, dass sie gebraucht wird von ihren Zellen, die Hilfe rufen, weißt, die Arme strecken nach ihr, dass sie das geben muss, ihren Körperzellen, was eigentlich ihr Kind braucht, was sie gebraucht hätte von der Mama. Diese Transformation, es war zu schrecklich, es war nicht möglich. Und sie ist dann tatsächlich auch 6 Wochen später gestorben. Da war, ich konnte ihr nicht helfen, Ressourcen und Kraft zu finden, es auszuhalten, das anzugucken. Also insofern, Erkenntnis allein reicht nicht. Ne? You have to walk the talk. Und da ist auch als Therapeut oder so, ist da auch deine Grenze erreicht. Ne? Also es ist auch nochmal so was, wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte heilen, ich möchte, dass jemand gesund wird, dann ist das mein Bedürfnis, das ist egoistisch. Vielleicht liegt das ganz was anderes an. Ich bin am besten, wenn ich ganz neutral bin, wenn ich den Spiegel halte. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich nicht meine Projektionen, meine Wünsche reinbringe, sondern wirklich mit Respekt den anderen das sehen lassen und das agieren lassen, was eben anliegt. Ja, das ist wahrscheinlich auch so dieser schmale Grat, wenn es um den Weg geht. Also den Weg einerseits, auch wenn man ihn vielleicht für den falschen hält als Therapeut, Genau. anzunehmen und aber vielleicht trotzdem auch aufzudecken, wenn man sich selbst betrügt und den Weg da nur entlang geht, weil man nicht frei ist. Also das ist wahrscheinlich so eine. Vielleicht brauchst du eine Hilfestellung und Ressourcen zu entdecken. Vielleicht gibt es ja, da gibt es zig andere Geschichten. Das ist ja alles eine Wiederholung. Da muss man zurückgehen. Also meine Erkenntnis ist zum Beispiel auch, es gibt eigentlich keinen Weg in eine spirituelle Tiefe, solange noch innere Kinder in Agonie sind. Wenn du also als kleines Kind etwas erlebt hast, was traumatisch war, du schaffst nicht, an dem kleinen Kind vorbeizukommen in eine wirkliche spirituelle Tiefe. Das muss zuerst angeschaut und befriedet werden. Aber die Sachen kommen von alleine hoch. Ich habe mal einen Psychoanalytiker gehabt und ich habe vorgeschlagen, soll man nicht mal noch Inner Child anschauen? Ach, Martin hat ja gesagt, schau, ich habe eine Lehranalyse, ich habe das zigmal gemacht. Nee, komm, lass uns da, wir haben das gemacht. Ne? Es war eine Tür. Hinter der Tür ist das Wichtigste für dich, was du jetzt siehst. Die Tür geht auf. Was sieht er? Sich als Vierjähriger im Gitterbettchen allein gelassen. Die Eltern sind weggegangen. Er hat komplett Angst. Er traut sich nicht zu bewegen. Es ist heiß und so weiter. Eine typische Inner Child-Geschichte. Also, die musst du gar nicht evozieren oder suchen. Ja, die kommen von alleine auf. Das Unbewusste weiß, da gibt es noch was und du kannst dich der Führung anvertrauen. Wie oft machst du das dann so normalerweise oder ist es jetzt ganz unabhängig oder gibt es so ein gewisses Maß? Ideal mit den meisten Menschen ist, also so meine Erfahrung, ich avisiere und sage, wir brauchen ungefähr 8 Sitzungen. Ne, also manchmal sind es auch 6. Ich habe jetzt eine Reihe gehabt, wo wir nach 6 aufgehört haben. Gibt auch welche, wo man dann einmal 9, 10 braucht. Ich habe nur eine einzige Patientin, die 17 hatte. Also es ist eine richtige Ausnahme. Mit 8 kommt man meistens gut hin. Und weißt du, normaler Psychotherapeut, der beantragt ja 40 Stunden. Aber mir ist es wichtig, ich möchte nicht Papa sein. Ich möchte gerne, dass Dinge erkannt werden und dann muss man alleine gehen. Wenn ich 40 Stunden habe, dann kann es passieren, dass jemand anders sagt, ach, du machst es ja für mich. Ich möchte das nicht für dich machen, das geht nicht. Ich halte dir einen Spiegel und dann hoffe ich, dass du die Ressourcen findest. Vielleicht kann ich dir da helfen, dass du das selbst machen kannst. Und man kommt meistens hin eigentlich mit diesen Das Arbeiten. heißt, man kann diese Körperreisen danach auch alleine machen. Ja, du kannst sie alleine machen in einem Thema, was wir einmal zusammen gemacht haben. Also ich schaffe es für mich, wenn ich ein neues Thema habe, schaffe ich es nicht allein. Ich brauche jemand anderes. Das ist ganz witzig. Also ich mache das mit meiner Frau. Ich kann sie sogar dirigieren. Ich kann ja sagen, bitte frage jetzt das und das. Aber ich schaffe es nicht allein. Das erste Mal brauche ich jemand, der mir einen Rahmen gibt. Schon zigmal gedacht, ist doch blöd, aber jetzt habe ich es einfach angenommen. Das ist so.
Aber wieder besuchen, zu gucken, wie Veränderungen stattfinden, das geht dann allein. Schön. Hast du noch eine Geschichte oder Zwei ganz eine kleine. allerletzte? Ich habe zwei kleine. Das Ja. eine ist die Caroline. Und ich springe mal rein. Die hat jetzt in den Lymphknoten hat sie rote und schwarze Wesen gesehen. Die schwarzen, das sind die nicht so guten. Das ist ja erst mit den roten. Die roten haben die Aufgabe, die schwarzen wegzukriegen, aber das ist so schwer. Dann kam die Idee auf, die könnten die ja mit dem Dampfstrahler wegtun, ne? So in der Vorstellung. Ah, das funktioniert auch. Ne? Und, ja, das funktioniert. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal langsam. Einen Moment. Jetzt sprechen wir erstmal mit den Schwarzen. Ne? Und dann war die Kommunikation ziemlich leicht. Warum seid ihr denn da? Ja, wir müssen doch hier sein. Ups, warum müsst ihr hier sein? Jetzt wörtliches Zitat, dass du nicht wieder davon rennst. Und dann fängt die Patientin an zu weinen. Also es ist ganz, dass du nicht wieder davon rennst. Sie hat es komplett verstanden. Ich nicht, aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Sie hat es verstanden. Und dann war so die Frage, jetzt doch mal mit dem Schwamm. Und dann hat sie den Schwamm genommen, hat gestreichelt und ganz sanft mit dem Schwämmchen drüber gegangen. Dann sind sie ganz leicht weggegangen und sie konnte sie aufsammeln. Ja, das ist so ein Beispiel von, du musst nicht kämpfen. Wenn du verstehst, geht's ganz harmonisch. Oder jetzt der letzte Fall. Die Rosa, auch eine ganz aktuelle Geschichte. Brustkrebs, Rezidiv gehabt vor ein paar Jahren, eigentlich alles okay. Wir haben gut gearbeitet. Dann ist sie gekommen und sagt, ich spüre seit kurzem wieder da ein Knötchen, so ein kleines. Ich habe jetzt einen CT-Termin, aber ich spüre das, da ist ein kleines. Imaginative Körperreise, tatsächlich, das ist ein Oval, das ist gelblich und so weiter. Und lässt sich auch gut ins Gespräch kommen. Und sie fragt dann, warum seid ihr da? Die sagen, ja, wir helfen dir, die helfen mir bewusst zu leben. Hä? Und das sagt sie selber so, sonst komme ich leicht wieder in den Kanal rein, wo ich zu viel tue und Dinge, die ich machen muss und so weiter. Und dann hört sie, wie diese Schwarzen so hoch und runter springen, ne? So, also richtig freudig. Und dann habe ich das aufgegriffen und gesagt, jetzt denk mal, wie fühlt sich denn das an, wenn du wieder in den Kanal kommst und machst lauter Sachen, die du machen musst. Oh, die gehen auf wie Hefe, ne? Die werden immer größer und sind so deprimiert. Also sie hat genau mitgekriegt, welches Verhalten, welches Bild nach sich zieht. Und auf einmal sagen die zu ihr, also wenn du möchtest, ne, diese Schwarzen, wenn du möchtest, dann können wir auch gehen. Und dann ist sie völlig überrascht, konsterniert und hat sie eine Weile nachgedacht. Und ich wiederhole es nochmal, die sagen dir, wenn du möchtest, würden sie auch einfach gehen. Und dann denkt sie nach und sagt, nee, nee, vielleicht ist es besser, wenn ihr noch ein bisschen bleibt. Ne? Als Erinnerung, hey, ich muss wirklich gucken, dass ich aus dem Kanal rauskomme und nicht in diesem Müssen bleibe. Und wenn du sowas erlebst, verstehst du, dann kriegst du mit, hey, das ist kein Kampf. Ne? Das ist, es muss man euch aufpassen, jemand, der frisch diagnostiziert ist, der kann nicht da drin landen. Das ist eine Entwicklung. Aber das ist eine Entwicklung, die ich ganz häufig beobachte. Ein Prozess und ist wieder blöd, wenn du darüber schreibst, ist wieder Reiseführer, dann gibt es die Erwartungen. Ne? Das ist blöd. Es muss der Prozess sein, der Selbsterlebte in der eigenen Geschwindigkeit. Und manchmal gibt es eben eine andere. Okay, das. Schön. Die Ich danke Geschichte. dir, Martin. Ich danke dir. Zum einen, dass ich jetzt mal erfahren habe, wie du arbeitest und wie es auch sein kann. Also die meisten Menschen haben Ja, das ist ein Werkzeug, diese imaginativen Reizen. Es gibt eine ganze Reihe Werkzeuge. Und wenn ich jetzt, darf ich hier kurz noch eine Werbung machen? Ich habe so die Erfahrung von den letzten, das ist jetzt ganz frisch rausgekommen, letzte Woche erst. Ich weiß es eigentlich für Therapeuten. Ich habe 70 Fallbeispiele und ich habe da meinen Werkzeugkoffer mal aufgeschrieben, was mir so wichtig war über ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Und das ist Energiearbeit, das sind manchmal auch kognitive Prozesse. Es ist eigentlich toll, was wir machen können. Die Körperreisen sind eine Form.
Aber wer sich da interessiert, also ja, kann man nachlesen und kann auch die anderen Werkzeuge einfach mal angucken Ja, und das ist sich. eine schöne, ich finde es eine schöne Art, um es auch abzurunden, was auch immer man macht. Also ich danke dir ganz Ja. herzlich. Danke dir auch, dass du den Rahmen bietest und du bist ja auch eine ganz wertvolle Energie in diesem Feld. Arbeitest mit Patienten, du bietest deine Erfahrung an und deine Haltung, nämlich den Patienten zu ermutigen, in eine Selbstermächtigung zu kommen, die ist so wichtig. Das finde ich, dass du und ihr das richtig toll macht. Danke dir. Ja, ich hoffe immer, dass der Krebs irgendwann mal ein anderes Bild kriegt, dass wir ihn nicht mehr als so bedrohlich ansehen, sondern tatsächlich als einen Begleiter oder Reiseführer oder ja, wie auch immer, auf jeden Fall nicht mehr Ja, als und es ist wichtig, Bedrohung. Vorbilder zu haben, Miriam. Und es ist schön, dass es so Vorbilder wie dich gibt. Also Danke. wir lernen alle. Es ist ja nicht nur für uns, so wie wir agieren, geben wir immer auch einen Impuls nach außen, dass andere lernen können. Und Ja. jeder muss seinen Weg finden, ne? Manchmal geht er mit Kohl, manchmal geht er ohne Kohl. Und manchmal geht er ohne Kohl. Ja, absolut. Jeder muss genau das tun, was für ihn das Richtige ist. Ich danke Danke dir. dir ganz herzlich Okay. und auf bald. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.